Oh, hoppa. Aufnahme ist zusammen. Oh. Take oder Tacke. Ich weiß es gerade nicht. Also, Tacke 567. Los geht's. Also, liebe Leute, jetzt gucken wir auf die Uhr. Jetzt haben wir schon, wie viele Schritte heute gemacht? 4.538, aber auch nur, weil ich immer hin und her gelaufen bin, um die super Tafel, die ich mir jetzt besorgt habe. Auch, wisst ihr, das muss ich ja nicht sagen, war jetzt so teuer. Ja, genau, muss halt Kleberband noch besorgen. Ja, da bin ich nochmal zurückgelaufen ins Geschäft. Ja, da haben sie mir noch gesagt: Entschuldigen Sie bitte, wir haben vergessen, Ihnen was mitzugeben. Dann habe ich noch von denen, gell, so eine Eile bekommen. Ist halt aus Plastik, aber was soll's. Vielleicht hängen wir das da noch nach. Das ist ein bisschen, heute ist irgendein Feiertag. Ich weiß jetzt genau welcher. Genau, jetzt habe ich aber vergessen, das einzuläuten. Und los geht's. Heute nehmen wir nämlich das Gurkenglas auseinander. Also wir nehmen das nicht wortwörtlich auseinander, sondern wir gucken uns mal ganz genau an, was da drauf steht. Aber bevor wir gucken, was da drauf steht, muss ich Ihnen noch zeigen, was ich nämlich ein neues habe. Und zwar ein Tattoo mit einem Hashtag. Das ist nämlich ganz beliebt bei der Leute. Bei mir nämlich auch Quora, gell? Und da steht jetzt Gurke drauf, weil ich so ein Fan bin vom Gurkenglas. Ja, der Tätowierer, der hat zu mir gesagt, bleibe sie geduldig, das wird schon was. Also ich find's cool, gell? Ob jetzt die Buchstaben richtig rum sind oder ist egal. Wir wissen alle, was das bedeutet. Und genau, dann legen wir einfach mal los. Hier habe ich meine Sache, gell? Kennt ihr die Pumpe, die kommt später zum Einsatz. Und dann fangen wir doch mal an, dass man erstmal aufschreibt, Gurke mit Ä. Heute, aber nur weil Weihnachten ist, wollte ich sagen. Weil Ostra ist, schreibt man mit gell? So April-Scherzle. Also Gurke. Wichtig ist aber eigentlich auch noch das Glas hinzuschreiben. Gurke, Glas. Also, jetzt wollen wir auch mal ganz genau hingucken, was da drauf steht. Und zwar, da steht. Zutaten. Vielleicht lesen wir erstmal die Zutaten, weil im letzten Video haben wir gesagt, sind Sie vielleicht die Gurke im Gurkenglas? Das heißt, jetzt müssen wir herausfinden, was in Ihnen steckt. So, Gurke, 56% sind Sie also. Rest ist dann 44% und das ist Wasser, Salz, Dill, Meerrettichblätter, Knoblauch, schwarzer Pfeffer. Also Wasser ist klar, wir bestanden auch aus Wasser, gell? Salz, auch klar. Aber ich bitte zu viel in die Suppe reinmachen, Mutter, gell? An der Stelle muss ich es auch mal loswerden. Dill können wir jetzt auch sagen. Oh, was ist das, gell? Aber das machen wir im nächsten Video, weil so viel Zeit haben wir leider nicht. Meerrettichblätter, egal. Knoblauch, jetzt wird es auch interessant, weil Knoblauch, das mögen die Leute nicht, aber das können wir auch mal aufschreiben, gell? Da machen wir einfach mal AK und schreiben wir einfach Knobi. Das kennen Sie, gell? Knobi ist so. Die Leute lieben das, aber wenn sie ein bisschen knutschen und schmusen wollen, dann ist schon wieder schlecht, weil, ja, dann ist Gesicht so nach unten, der andere mag es nicht, vielleicht auch doch, aber die meisten Leute haben es mir so erzählt, gell, weil ich weiß es nicht. So, dann weiter geht's, was haben wir dann noch? Schwarzer Pfeffer. Dann gebe ich Ihnen jetzt eine Hausaufgabe, liebe Leute. Schwarzer Pfeffer. Bitte schreiben Sie eine ganze Seite. Ich bin ein bisschen, wie sagt man, gnädig, gell? Weil jetzt ist Ostra, da muss man auch nicht übertreiben mit der Hausaufgabe. Jetzt muss ich ganz kurz noch die Brille anziehen, damit ich auch sehe, was ich überhaupt auf die Tafel geschrieben habe. Ah ja, okay, Gurke mit Ä, haben wir gesagt, der Glas lassen wir auch drin. Knobi, bitte, schwarzer Pfeffer. Ach so, jetzt haben wir die Pumpe vergessen, gell? Nächstes Mal. Tschüssle.